Ich freue mich, hier bei euch zu sein und möchte Grüße auch von meiner Gemeinde in der Lutherstadt Wittenberg, der Hoffnungskirche, mitbringen. Und ich möchte auch Menschen grüßen aufgrund des Chores, den ich eben gehört habe. Vor Jahren habe ich in Wuppertal mit Freunden die Church of Peace gegründet, mit Menschen aus der Elfenbeinküste oder von der Elfenbeinküste. Und ich möchte jetzt die Church of Peace grüßen, vor allen Dingen Pastor Olivier und seine Frau Christelle und die Gemeinde dort. Und ich grüße auch Pastor René Pang in Abidjan, falls er diesen Gottesdienst auf irgendeine Art und Weise zugänglich gemacht bekommen hat. Das möchte ich hier tun und euch danken, dass ihr mich heute einige Zeit ertragen werden müsst. Ich habe Folgendes vor. Erstmal, Sarah, an dich. Ich habe dich zwar nicht bei meiner Vorbereitung bemerkt, dass du sie im Geist daneben gesessen hast, aber ich habe eben schon zu Michael gesagt, als ich das hörte, was du so an Liedern ausgewählt hast, vor allen Dingen auch das letzte, wirst du wissen, was ich meine und die anderen auch, denn das kommt genau auch in meinem Lebenszeugnis vor. Ich habe es unterteilt durch ein paar Lieder. Das erste ist jetzt, wird auch eingespielt, richtig? Ja, wenn du redest, öffnet sich der Himmel für mich. Ein Lied, was ich aus den Wittenberg kennengelernt habe und erst angefangen habe, darüber über den Inhalt nachzudenken. Bei den weiteren Liedern, die heute kommen, möchte ich euch einladen, da wo ihr denkt, da will ich mitsingen, tut es. Ich singe ja auch dort nur mit. Wundert euch nicht, je nachdem in welcher Tonlage es dann geschrieben ist, dass ich eine zweite Stimme singe. Ihr könnt jede Stimme singen, Hauptsache, das kommt ins Herz. Und wenn sonst irgendetwas mit mir nicht in Ordnung ist, führt es auf mein Lebensalter zurück. Ich werde in 6 Jahren 80. Und ja, die auf den Herrn hauen, kriegen neue Kraft. Jeden Tag. Ihr lieben Geschwister, ich denke, dass jeden Tag bei dem fortgeschrittenen Alter, wenn ich mich morgens aus dem Bett quäle und daran denke, dass der erste Lobpreisleiter, bei dem ich war, immer sagte, Brigitte, da war ich 30 Jahre jünger, weißt du, wenn du mal gar nicht mehr aus dem Bett kannst, singe einfach. Und manches Mal habe ich gedacht, ist das ein jugendlicher Trottel gewesen? Denn es klappt nicht immer. Du bist die Kraft, die mir auch fehlt, klappt dann nicht. Aber ich gebe euch weiterhin auch diesen Bibelvers, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Jetzt zu diesem Lied. Wenn du redest, öffnet sich der Himmel für mich. Wann erst recht? Wenn man ein kleines bisschen weiß, wovon man da singt. Ich möchte euch mitnehmen in einen ersten Teil meines Lebenszeugnisses. Und ich habe das so überschrieben, Religion oder Leben. Ich selber bin in einem Haus aufgewachsen, im Haus Brockhaus. Auch gleichzeitig, der Verlag ist bekannt, der Brockhaus Verlag, für die Übersetzung der Elberfelder Bibel. Und ich wohnte in einem Haus der christlichen Versammlung. Ich hatte den Vorteil, wenn ich morgens früh als kleines Mädchen runterging in diesen Saal, dass ich schon vorher einen mehrstimmigen Gesang wahrnahm, denn es war damals nicht gestattet, ihr kennt mein fortgeschrittenes Alter, war nicht gestattet, ein Instrument zu haben. Also haben die Geschwister gesungen. Das Liederbuch, die geistlichen Lieder mit seinen Inhalten, kannte ich auswendig. Abend für Abend nahm ich dieses Liederbuch mit in mein Bett und sang lauthals, Gott ist die Liebe. Ich muss jetzt direkt mal fragen, wer ist eigentlich bei euch Ü60? Ihr werdet mich verstehen. Und die anderen werden mich lernen zu verstehen. Es war keine Drohung. Ich war es gewohnt, mit meinen Eltern zur Zeltevangelisation mitzugehen. Werner Heukelbach, auch die Ü60, ja. Und ich wurde immer wieder aufgefordert, bei einer Entscheidung nach vorne zu gehen für den Herrn Jesus. Warum betone ich diese Aussage? Ich möchte davon nichts weglassen, aber es war mir so vertraut,
Aber ich wusste überhaupt nichts von diesem Herrn Jesus, außer von dem, was ich hörte. Oder auch im Kindergottesdienst, denn ich war ja vielleicht 5, 6, 7. Für mich hat das im Laufe der Jahre eine tiefere, viel tiefere Bedeutung bekommen als damals, wenn man es nur so hört. Ich verstand rückblickend betrachtet nicht wirklich etwas. Begriffe von Sünde, Schuld, Gnade, Errettung, Verlorensein, in Ewigkeit Dasein. Und eines Tages nahm mich meine Mutter wieder mit zu einer Zeltevangelisation und ich folgte einem Aufruf. Später habe ich dann gedacht, was hast du eigentlich da gemacht? Ich bin einfach mitgegangen. Und wir nannten damals Brüder, Schwestern, Onkel und Tante. Ich weiß nicht so, aus welchen Gemeinden ihr vorher gekommen seid oder jetzt gehört ihr hierher. Aber für mich war es einfach so, ich bin vertraut mit Dingen aufgewachsen, wo ich überhaupt gar nicht wusste, was bedeutet das denn? Als ich gefragt wurde, ich war vielleicht 8 oder 9, was ich denn so in der Gemeinde, in der Versammlung erlebe, dann habe ich als kleines Dötzchen da gesagt, also zuerst wird gegessen, dann wird getrunken und dann wird bezahlt. Das war meine Vorstellung vom Gottesdienst, was ich erlebte. Das Abendmahl, dann die Sammlung. Essen, trinken, dann wird's bezahlt. Das ist alles wahr, was ich euch erzähle. Und was mir noch aufgefallen war, habe ich gesagt, und weißt du noch, Tante Maria hieß sie, die mich da fragte, was da noch sonst ist. Und dann steht der Onkel so und so mit sehr ernstem Gesicht auf und redet. Und redet. Und redet. Der hört ja gar nicht mehr auf. Und Tante Maria, wenn du dir vorstellst, wenn der betet, ist es noch länger. Ihr lieben Geschwister, was sich so in einem Kinderherzen festsetzt. Zum Glück hatten die mich so als kleine Göre so sehr lieb, dass sie gesagt haben, okay, Kess ist sie immer, die Klappe wird wahrscheinlich immer so weit offen sein. Manchmal kommt Gutes raus, manchmal nicht. Also ich habe sehr viel Fundament mit hineingelegt bekommen in mein Leben und die Liebe der älteren Geschwister. Aber ich habe mich dabei ertappt, auch in vielen Jahren später, wenn irgendein Bruder lange betete, dachte ich an meine Kindertage zurück. Mein Fundament für den Glauben wurde recht früh gelegt und das ist etwas Wunderbares. Nur was erleben wir eigentlich? Und ich möchte euch deshalb in diesen ersten Teil mit hineinnehmen, deshalb auch Religion oder Leben, denn ich ging ja mit, freiwillig. Es änderte sich später, aber freiwillig. Es folgten die Jahre, mein Äußeres veränderte sich gemessen an dem heute, ich meine nicht am heutigen Outfit, aber in den Gemeinden, Pferdeschwanz, Pony war geschnitten, Hula-Hoop-Reifen, Twist und Rock'n'Roll, es war damals einfach so, Bossa Nova auch. Und die Leidenschaft für die Musik der damaligen Zeit nahm einen weiten Raum in meinem Leben ein. Abends nahm ich mir das Liederbuch und sang immer wieder, auch die Ü60, wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit. Und am nächsten Morgen, yesterday, ich will einen Cowboy als Mann. Es wechselte ab, abends so, tagsüber so. Und ich dachte, Brigitte, wie lange ging das eigentlich? Nicht mit dem Cowboy, nicht mit yesterday, aber mit diesem Doppelleben innerlich. Ich frage jetzt nicht, wer das kennt. Für mich war es wichtig, euch das mitzuteilen, immer wieder. Und das Flirten mit den Jungs blieb ja auch nicht aus. Als mal eine ganz liebe Schwester mir sagte, Brigitte, schau dir doch die jungen Männer hier in der Gemeinde an. Ich war 12 Jahre. Alles, was ich sah, war, nee.
Ihr Lieben, nichts gegen die Brüder, aber meine Vorstellung, ja auch nichts gegen die Schwestern, aber meine Vorstellung, ihr Lieben, wirklich meine Vorstellung von einem Mann war anders. Aber die Schwester ließ nicht locker. Bis sie sich eines Tages sagte, ich will den aber nicht. Brigittchen, der hat den Heiland lieb. Das ist schön. Ich habe ihn auch lieb, ich will ihn trotzdem nicht. Als ich mich vorbereitete, ihr Lieben, wirklich, es ist wahr, als ich mich vorbereitete, war es einfach so, was hast du da eigentlich gemacht? Ich habe bestimmt Menschen verletzt, ich habe doch nicht drüber nachgedacht. Ich wollte nur das so nicht. Ich war in diesem Spannungsverhältnis und wollte einfach was anderes. Zum Glück war mein Vater mein großes Vorbild und der mir auch immer wieder auf Augen führte, auf den Zahn fühlte, was ist eigentlich mit meinem Töchterchen los, die ja damals mit beim Aufruf nach vorne gegangen ist. Ich muss bei manchen ein paar Sprünge machen oder einen gewissen Einschub. Ich kam hinterher nach meinen Schulabschlüssen zu den Justizbehörden Wuppertal und habe ausgewählt, zur Staatsanwaltschaft zu gehen, Abteilung Kapitalverbrechen. Ihr könnt euch vorstellen, es blieb nichts mehr so, wie es war. Ich war bei den vielen Prozessen, bei Zeugenvernehmungen, habe mit der Kripo zusammengearbeitet, habe mich auch dort mal beworben. Es war eine andere Welt. Was passierte mit mir in dieser anderen Welt? War ich froh, nicht so zu sein wie die, die ich in den Akten fand? Soll es ja so ein biblisches Beispiel geben? Ich habe oft darüber nachgedacht, Mensch, Neumeister, was ist eigentlich da los geworden? Ich war wirklich froh, jeder von uns wäre froh, nicht auch nur eine einzige Straftat nachweisen zu müssen. Aber es war für mich irgendwie erleichternd und rückblickend nach dem, was ich alles erlebt habe, erleben durfte, ist es reine Gnade, dass auch Jesus für mich starb. Aber das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Ich war sowas von stolz und überheblich. Ich hoffe, das hat sich gelegt im Laufe der verschiedenen Zerbrüche. In dieser Zeit lernte ich auch meinen Mann kennen, noch sehr jung. Wir waren beide bei der Justiz. Und er kam im Rahmen der Jesusbewegung in den 70er Jahren zum Glauben. Wir fuhren zum Nollendorfplatz, Volkert Spitzer. Dort war eine ganze Gruppe von Hippies und Junkies, die erzählten, wie sie frei geworden sind. Die erzählten von ihren Strafregistern, von allem, was da war. Und ich merkte, wie mein damaliger Mann, die Haare bis hier, Bart Parker. Ich, die Haare bis hier, Gitarre, lange Kleider. Und so gingen wir von Hippie-Festival zu Hippie-Festival und ich sang mit. Vor allem die damals christliche Rockmusik, herrlich. E-Gitarrenparts, wunderbare Schlagzeug-Fill-Ins, ach, herrlich. Aber was dort passierte bei dieser Evangelisation, war, dass mein Ex-Mann, als wir nach Hause kamen, sich niederkniete und sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann verkaufen wir hier alles, was wir haben und ich gehe mit meiner Frau nach Afrika. Ich hörte ihn beten, mir lief es eiskalt den Rücken runter und ich sah mich schon mit Sand zwischen den Zähnen in irgendwelchen Zelten hocken. Die Vorstellung, glaubt mir, jedes Handtuch meiner Aussteuer wurde mir lieber als mein eigenes Leben. Egal, wie viel sie mal gekostet haben. Aber wenn ich das gesehen habe und dachte, nein, im Leben nicht. Und ich wusste, mein Mann, mein damaliger Mann, war von Neuem geboren. Sein Gebetsleben hat sich von einem Tag zum anderen verändert. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er begann, in Sprachen zu reden und auf die Straße mitzugehen. Er hat dort gepredigt. Ich war im Schlepptau, habe gesungen. Und habe gedacht, hoffentlich spricht mich kleiner an. Es war für mich eine so lehrreiche Zeit. Doch zum Glück kam es nicht zu einem Dienst in Afrika. Stattdessen aber, wir hatten dafür gebetet, dass wir Häuser bekamen,
wo wir Menschen aufnehmen konnten aus der Szene. Oder Menschen, die als Strafentlassene irgendwo zur Bewährung kamen. Wir haben also Gebetserhörungen gehabt und ich kann aufgrund der Zeit nicht alles sagen, was wir an Wundern erlebten, die so detailliert waren. Es blieb dabei, wir gingen nicht nach Afrika. Wir haben dann mindestens 14 Jahre mit Menschen zusammengelebt auf engstem Raum. Wir haben wirklich alles dann aufgeteilt und haben Menschen aufgenommen, ihnen Arbeitsplätze gegeben, waren organisiert über Teen Challenge, haben Mitarbeiter gehabt, wunderbare Begegnungen erlebt mit dem auferstandenen Herrn. Doch es blieb für Privatleben nichts mehr übrig. Ich hatte mich damit abgefunden, wirklich damit abgefunden, du wirst jetzt hier auch mit zunehmendem Alter, wirst du hier in diesem einen Zimmer mit deinem Mann leben und alle anderen Gemeinschaftsräume hatten wir mit den anderen zusammen. In der Zeit entstand auch eine Buchhandlung, eine christliche Buchhandlung in Wuppertal, auch durch ein Wunder. Und was aber nicht eingeplant war, so habe ich es geschrieben, war, dass von mir auch fast nichts mehr übrig blieb. Wisst ihr, wie ich das gemeint habe oder wie ich das meine? Alles andere ging ja. Aber von mir war noch eine ganze Menge da. Und ich habe in dieser Zeit so eine unglaubliche Schulung mitmachen müssen, weil so eine Krone nach der anderen hier oben rausbrach. Weil ich sah mich konfrontiert mit dem Elend, ja, das kann man ja diakonisch gut noch machen, aber wenn es darum geht, wirklich sich zu investieren, sich ganz zu investieren, egal was man dafür Dank bekommt oder irgendwie etwas, dann wird es schon schwierig. Wenn es sich darum handelte, Dinge zu klären mit Menschen oder mit Eltern, die wirklich schlimme Dinge an ihren Kindern getan haben, dann war da eine andere Brigitte, da kam die Justizfrau durch. Wir haben mal einen kleinen Film gedreht bekommen und da war dieser Regisseur, der sagte zu mir, Brigitte, siehst du einen Unterschied zwischen dem Erleben, was ich dann hatte im Januar 75, wovon ich auch berichte, und vorher, du siehst aus, in dem ersten Filmausschnitt, auch wo du redest, wie eine Justizbeamtin oder Gefängnisaufseherin, so hinter Gittern oder so. Und dann, als ich Gott erlebte und er mir zeigte, wer ich wirklich war vor ihm, hat sich das verändert. Es war weicher, weicher geworden, klarer dem Wort Gottes noch gegenüber, aber weicher geworden. Er hat mir die Bilder gezeigt und ich habe gedacht, das ist ja toll. Habt ihr in euren Erinnerungen Menschen, die zum Glauben gekommen sind, wirklich zum Glauben gekommen sind, die auch ihr Äußeres verändert haben? Ich rede jetzt nicht, dass sie Röcke, Hosen, Kopftücher oder so etwas tragen, sondern dass sie sich in ihrem Äußeren so verändert haben. Wir haben viel solche Erfahrungen machen dürfen. Menschen aus wirklich schlimmen Verhältnissen, aus ganz schlimmen Verhältnissen, die plötzlich weicher waren, die ihre Hand dem anderen reichten, die Menschen aufgenommen haben, die zu Ausbildungen gingen und vieles mehr. Ich spürte aber immer wieder, dass diese Bibelstelle, die die meisten von euch kennen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Die stimmt ja, ne? Die ist ja wahr, es ist ja Wort Gottes. Aber ich habe plötzlich gemerkt, da lebt noch so viel auf dem Herzensthron, Sarah. So viel, was da oben drauf sitzt und was einfach hindert, wirklich hindert, dass der Geist Gottes durchfließen kann. Er möchte. Und ich habe aber nicht gewusst, dass es nun mit mir so zu tun hatte. Und dann passierte Folgendes. Bevor ich gleich dieses Lied euch bitten möchte einzuspielen, deine Hand hat mich berührt, möchte ich einfach sagen, das, was ich so euch erzähle, auch in den Details, was ich mit Gott erlebt habe, wenn er geredet hat,
richtig zu mir geredet hat, dass das so was Wunderbares ist. Wer von euch kann darauf zurückblicken? Ist mal egal, kleine Dinge, große Dinge. Ihr Lieben, weiter so. Es ist wunderbar, es gibt Sicherheit. Es ist keine Spinnerei. Es ist der lebendige Dreieinige Gott, der durch seinen Geist, durch sein Wort oder durch Menschen, durch Prophetien zu uns reden will. Was Besseres kann uns nicht passieren. Ich möchte euch jetzt bitten, dieses Lied einzuspielen. Deine Hand hat mich berührt. Und da ist ein wunderbarer Refrain. Und den bitte ich euch so richtig mitzusingen. Also seit Januar in diesem Jahr singe ich es nochmal so laut, wenn ich alleine bin. Was für eine Aussage. Ich hätte es früher auch so gesungen, vor allem die Musik, der E-Gitarrenpart und so weiter. Herrlich. Aber was steckt denn dahinter? Nie könnte ich ohne dich sein. Stellt euch mal vor, wie glücklich die Ehepaare oder befreundete Leute sind, wenn einer dem anderen das täglich ins Ohr singt. Kerstin, dir Michael, soll ich sie motivieren, jeden Morgen, wenn du noch nicht ganz wach bist, nie könnte ich ohne dich sein. Michael, nie könnte ich, wie könnte ich ohne dich sein? Du strahlst ja noch mehr als jetzt. Ihr Lieben, wir dürfen so miteinander reden, wir kennen uns schon etwas länger. Und er denkt, die Olle ist ja sowieso 10 Jahre älter als ich, da kann sie auch weiter so reden, ne? Nein, es ist alles lieb gemeint, wertschätzend. Was für eine Aussage. Nie könnte ich ohne dich sein. Ich hätte das immer unterstützt. Doch der Titel heißt, deine Hand hat mich berührt. Verändert stehe ich da. Und dies war im Januar 1975. Ich war von der Justiz weggegangen. Mein ehemaliger Mann und ich, wir hatten in der Kirchengemeinde geheiratet und dort war ein Posten frei als Gemeindeamtsleiterin. Ich war in der Justizverwaltung ausgebildet, aber nicht in der Kirchenverwaltung. Ein Gemeindeamt, was mit Mühen aufrechterhalten wurde, was aber einen Bau vor sich hatte, dreigruppiger Kindergarten, gleichzeitig Rückstände ohne Ende. Wenn ich euch sagen würde, wie viele Büchsen nicht gezählter Brot für die Weltbeträge noch nicht gerollt waren, noch nicht gezählt waren. Es war unglaublich schlimm. Und ich sage euch mal, als ich dort zur Kirchengemeinde kam, hatte ich einen grünen Hosenanzug samt. Da einen Afro-Look, hatte mich von den langen Haaren getrennt, so Cowboy-Stiefel an, rauchte damals und habe meine Beine auf den Schreibtisch gelegt, wie das eben halt ein Gemeindeamtsleiter tut. Mein Pfarrer, ein wunderbarer, gläubiger Mann, der uns auch getraut hatte, zwischenzeitlich schon beim Herrn ist, kommt rein, verschluckt sich fast. Und ich sagte, oh, Entschuldigung. Für was wollen Sie sich denn entschuldigen? Und dann habe ich gesagt, ich bin ja hier eigentlich in der Öffentlichkeit und ich wusste aber nicht, dass Sie reinkommen. Er sagte, eigentlich könnten Sie die Beine oben lassen und wenn jemand anders reinkommt aus dem Presbyterium, brauchten Sie eine Erklärung. Ich werde dich nie vergessen, diese Szene. Also ich war schon, naja, denkt selber, was ich war. Für mich war es einfach so, die Zeit wurde für mich die Vorbereitung zu einem Zerbruch. Denn ich habe von Sonntag bis Sonntag gearbeitet. Ich kannte die 10 Gebote, sagte immer Gott, ich liebe dich, tue alles, was du willst und ich finde deine Gesetze herrlich, aber du sollst den Feiertag heiligen. Vater, du verstehst, was ich hier für Arbeit habe. Und die anderen gehen in Gottesdienst, ich muss hier meine Verantwortung tun. Es kam, wie es kommen musste. 2 meiner Kolleginnen wurden krank. Ich schloss mich dem hinterher an. Es stand ein großes Schild, Gemeindeamt wegen Krankheit geschlossen. Und ich selber fand mich wieder im Schlafzimmer mit Fieber, mit allem drumherum, völlig verzweifelt. Brigitte hat was nicht geschafft.
Kennt ihr sowas? Ihr könnt auch ruhig Nein sagen. Bei mir war es so. Ich lag da wirklich verzweifelt und mein Ex-Mann, der bewusstgläubig geworden war, hatte immer wieder, wo er war, von Veranstaltungen kleine Heftchen mitgebracht. So lagen auch dort die vier geistlichen Gesetze, auch die Ü70, jetzt, die kennen die dann auch noch, nicht nur Ü60. Und zwar, da stand, kennen Sie das vom Heiligen Geist erfüllte Leben? Wer kennt das von euch? Oh, Campus Crusade, bergeweise. Ich nahm das Heftchen, kennen Sie das vom Heiligen Geist erfüllte Leben? Nein. Nein. Wie war das denn? Und mein Blick fiel darauf, auf diesen runden Kreis, innen drin der Stuhl, das Ich obendrauf, außerhalb des Kreuzes, außerhalb des Kreises das Kreuz. Und plötzlich ein Reden in mein Herz, Brigitte, wenn Jesus wiederkommt, bist du dann dabei? Ich kannte doch den Bibeltext, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der ihn an ihn glaubt, das tue ich doch, tat ich doch, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber hatte ich das? Hatte ich mich nicht damals nur aus Angst bekehrt, nicht bei Jesus zu sein? War ich nur mitgelaufen? Mir wurde es schlagartig bewusst, nein, du bist nicht sicher. Dann fühlte ich mich wie gezogen aus dem Bett, so elendes wie mir ging. Ich hatte den Eindruck, ich bin nicht mehr allein im Raum, kniete mich hin und sagte, Herr Jesus, anders in der Betonung, werde du mein Herr? Aber ich will nicht mehr so einen theoretischen Glauben haben. Ich will nicht nur Bibeltexte zitieren können, die ja wahr sind und es nicht leben. Aber wie mache ich das? Mir fehlt was. Ich will das nicht mehr so. Und in dem Moment, als ich so betete und mir ein Stück, wohlgemerkt, ein Stück mehr bewusst wurde, dass ja Jesus genauso für mich gestorben ist, das wusste ich ja vorher auch. Das wusste ich auch, wenn ich an die ganzen Straftäter dachte. Natürlich bin ich mit dabei. Aber dieses Bewusstsein tief im Innern, was da für mich war, das hatte ich nicht. Der Geist Gottes, und ich weiß nicht, wie ihr das seht oder auch du, Michael, jetzt auch als Theologe, mir wurde plötzlich bewusst, es ist der Kairos-Punkt Gottes, der ein Menschenherz öffnet. Der es öffnet, weil es bereit dafür ist. Denn alles andere waren Worte. Und für mich war es so, obwohl ich das nie vergleichen würde mit dieser Situation von Hiob, ich hatte nur vom Hörensagen vernommen. Ich hatte gehört, immer wieder gehört. Und ich wusste doch, es ist richtig. Mein Kopf sagte mir das, das Wort Gottes sagte das. Aber es bewegte sich nichts in meinem Innern. Im Januar 75 hörte ich das erste Mal in dieser Deutlichkeit, wie Gottes Geist zu mir sprach. Nicht länger wollte ich mir mein eigener Herr sein, sondern seinen Willen erkennen und tun. Es flossen Tränen, obwohl ich sonst ein Mensch bin, der sehr viel lacht und fröhlich ist. Aber ich habe auch nicht aus Trauer geweint, sondern irgendwas löste sich. Es floss durch mich durch. Und ich habe darum gebetet, dass Gottes Geist mich erfüllt. Jahre später, auch noch während meines Theologiestudiums, ich habe berufsbegleitend International Correspondence Institute gemacht, wurde auch im BFP ordiniert. Viele Jahre hindurch habe ich studiert und diese Bibelstellen in mich aufgesogen, wo Gott redete. Und dann geschah Folgendes. Ihr wisst, zu David hat Gott geredet, Adam und Eva schon am Anfang, zu Petrus und Paulus, zu Abraham. Paulus wurde sogar, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, gehindert, einen Weg zu gehen, seinen Weg zu gehen, den er sich vorstellte, aber der Geist Gottes hinderte uns, wehrte uns. Wir erinnern uns an das Geschehen mit Philippus, deutlich steht da und der Geist des Herrn redete.
Es sind schöne Stellen, die habe ich immer gelesen, aber ich hatte da, klar, das sind biblische Geschichten, Begebenheiten. Aber heute, wo ist es denn da? Es wurde mir beim Bibellesen bewusst, was alles so stand, aber Gott, wo bist du? Und dann überschrieben habe ich das, nicht nur Kopf oder Religion, sondern Herz und Begegnung. Wir haben eine Frauenband gehabt in den 70ern. Du hast heute gesagt, ne, du hast Leute kennengelernt, die auch aus den 70ern kommen und die Bands hatten. Ne? Wir hatten eine Frauengruppe, die Bassistin, ich denke so 1,80, 1,85 und die Schlagzeugerin 1,49 und dazwischen die anderen Keyboard und Flöte, Gesang. Ich habe manchmal ein bisschen E-Gitarre gespielt. Und dann standen wir mit unseren Afro-Looks, weißen Hosenanzügen, auf der Straße in Wuppertal. Bei mir war ja was passiert. Also, jeder, der vorbeiging, musste in irgendeiner Weise daran glauben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne Rücksicht auf Verluste. Es war eine tolle Zeit und an einem Tag kam ein Evangelist vorbei und sagte, Mädels, das ist ja toll. Ich habe euch bisher noch nie in den Charts gesehen. War ein langer Weg, wir haben nie drin gestanden. Aber er sagte, kommt heute Abend in eine alte Pfingstgemeinde. Und da spielt ihr so, was ich auf der Straße machte. Ich kannte diese alte Pfingstgemeinde schon lange. Und wusste also ein altes Kino, ganz liebe, nette Leute, und stellte mir unsere Musikgruppe, sie hieß Deborah, stellte mir unsere Musikgruppe vor. Unser Outfit. Und dann die lieben Geschwister. Wir haben zugesagt dem Evangelisten, wir sind hingekommen in dem Outfit, wie ich sagte, und haben da als erstes angefangen, soon and very soon we are going to see the king, mit allem und eingeladen zum Klatschen und die Schlagzeugerin ein Fill-in, wo man da bass, dung, 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 dung. Ja, ich weiß es noch wie heute. Und ich dachte, also wir werden gleich hochkant, höflich christlich rauskomplimentiert. Frauen und dann solche Musik geht überhaupt nicht. Und so. Aber was passierte? Ein alter, lieber Bruder kommt Anfang 90 mit Gichtfingern, krummen Beinen, kommt hoch und nimmt uns in den Arm der Reihe nach und sagt, Mädels, ihr seid echt. Ich hätte ihn knuddeln können, wenn er nicht so knochig gewesen wäre. Es war einfach richtig, richtig gut. Ein wohltuender Abend. An diesem Abend passierte Folgendes. Der Prediger sagte, hier sitzt eine junge Frau, die erhält heute einen Dienst, eine Berufung für ihren Dienst. Und ich möchte den Text nennen aus 2. Timotheus 4, 1 bis 5. Ich bitte dich vor Gott und vor Christus Jesus, der eines Tages die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten. Verkündige das Wort Gottes, halte durch, ob du die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören möchten. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Du aber sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden, setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Das sprach er, es ist jetzt die Neues Leben-Übersetzung. Damals war es der alte Luther-Text. Es war ein Brennen tief in mein Herz. Du erhältst heute deine Berufung. Die hat sich, ihr Lieben, bis heute nicht geändert. Trotz der 10 Jahre
Auch dort in Wittenberg war ich immer und bin sehr evangelistisch unterwegs, auf ungewöhnliche Arten. Da werde ich gleich noch etwas zu sagen. Aber ich wusste, Gott hatte geredet. Er hatte geredet. Gleich zum Ende meiner Ausführung werden wir ein Lied hören davon. Herrlicher Gott, ewiger Ritter, alle deine Tage sind geplant für mein Leben. Nimm mich und forme mich. Das werde ich gleich dort einspielen lassen. Was geschah? Viele Jahre, sehr viele Jahre, bin ich unterwegs gewesen, habe in Gemeinden Dienste getan. Zwischendrin, würde auch zu weit führen, das zu erläutern, gab es eine Scheidung, eine Insolvenz. Und ich war 14 Jahre im Außendienst, 10 Bundesländer und Österreich und Schweiz, 70.000 Kilometer im Jahr gefahren. Ihr könnt euch vorstellen, wo ich überall geschlafen habe. Ich habe die 7 Jahre durchziehen müssen von der Insolvenz, bin für viele Verlage dann gefahren, eben im Außendienst, habe die christlichen Buchhändler, Buchhandlungen und Pfarrer besucht. Meine allererste Übernachtung. Ich war bei lieben Geschwistern eingeladen. Ich erzähle jetzt ein bisschen aus der Praxis weiter. Bei Geschwistern eingeladen, die hatten 5 Kinder und einen Hund. Und sie haben gesagt, Brigitte, du hast jetzt sowieso kaum Geld, irgendwas hast du bestimmt nötig, schlafe bei uns im Wohnzimmer auf der Couch. Wenn man so viele Jahre fährt, habe ich hinterher erst gemerkt, da noch nicht, und dann auf einer Couch schläft, die irgendwo von einem Flohmarkt ist. Wir spüren da solche die Federn, die da sind. Ne? Ich meine, ich habe genug hier so Überflüssiges drauf, dass hier ich das spürte. Eine kleine Decke, ganz liebe Leute, morgens früh, ich war abends spät gekommen, morgens früh um 5:30 kommt die Kinderbande, 5 an der Zahl und der Hund. Die freuten sich, dass jemand zu Gast war. Die Kinder saßen alle auf mir drauf. Die Decke wurde vom Hund weggezogen. Und Schleck. Ihr Lieben, ich finde vieles lustig. Aber da, zu dem Zeitpunkt morgens, konnte ich nicht lachen. Und ich dachte, du liebe Güte, Herr, wenn das so weitergeht, wenn das so weitergeht, oh, bitte gib mir Möglichkeiten, in einer ganz einfachen Pension zu übernachten. Gott hat das öfter erhört, wenn ich gerade in einer Absteige, die günstig war, wo nur Monteure waren, der Friedhof direkt daneben, wenn ich dort übernachtet habe. Er hat mich geprüft. Mir hat es nicht geschadet, ich lache heute wieder. Aber die ersten Jahre meines Dienstes als Reisende in den Bundesländern, war so intensiv. Gott hat mich so versorgt, bis ins Detail. Wenn nichts mehr ging, wenn kein Geld mehr in der Tasche war, wenn viele Situationen waren, ich habe ihn erfahren in seinem Reden und die Berufung, die er gegeben hat, habe ich immer wieder erlebt und da möchte ich euch in 2 Beispiele mit hineinnehmen. Das erste war, ich wurde eingeladen, nach Berlin, Berlin-Kreuzberg. Wenn ich nicht nach Wittenberg gegangen wäre, wäre ich nach Berlin gegangen. Kreuzberg oder Friedrichshain. Da, wo es so richtig immer brodelt, hätte ich irgendeine Arbeit aufgemacht. Ich ging dorthin, wurde eingeladen. Dort eine Frauenarbeit sollte begonnen werden. Ich hatte den Pastor besucht, meine Buchhändler besucht. Und dann sagte der Pastor zu mir, hör mal, wir wollen eine Frauenarbeit gründen. Möchtest du nicht uns etwas erzählen aus deinem Glaubensleben? Da habe ich gedacht, wie mache ich das denn jetzt? Wie soll ich hier in Kreuzberg den Leuten begegnen, die wir einladen wollen? Also bin ich zum Schauspielhaus gegangen, da im Wuppertal, habe mir eine Punk-Perücke machen lassen, also so grell wie nur irgendwie, habe mich dementsprechend geschminkt, habe so Hundehalsbänder hier gehabt und löchrige Jeans, Bierflasche hier in der Tasche und Zigarettenstummel hier auf der Lippe. Und so habe ich mich in die Treppe gesetzt einer evangelischen Kirchengemeinde. Um 9 sollte das Frühstück beginnen. Ein Mitarbeiter,
der mit mir gekommen war, hat mich nicht erkannt. Und was passierte? Die ersten beiden Frauen, die kamen, sahen mich auf der Treppe sitzen. Halt die Tasche fest. Ich dachte, Mädels, wenn ich gleich mit der Perücke an der Kanzel stehe. Die nächsten kamen. Es ist wirklich wahr. Keine der Frauen, die das Frühstückstreffen beginnen wollten, hat mich gegrüßt. Keiner. Eine alte Dame, alte Oma, kommt, beugt sich runter, sagt, Kindchen, das war ein Kompliment für mich, gut, das ist ein paar Jahre her, aber hat meinen Arm genommen, ich gebe dir ein Frühstück aus. Hast du die ganze Nacht jetzt hier gesessen? Da konnte ich ja nicht sagen, ja. Da habe ich gesagt, nein, nur kurz. Komm mit. Dann hat sie mich hinter sich hergezogen. Die Ehefrau des Pastors hat mich auch nicht erkannt. Ja, das war, ich war ja geschminkt, diese Perücke. Ja. Und so mein ganzes Outfit. Was passierte? Die Oma hat mir ein Frühstück ausgegeben. Es näherte sich 9 Uhr. Dann sagte die Frau des Pastors, Mensch, wo bleibt die Birgitte überhaupt? Habe ich gesagt, hallo, ich bin hier. Hallo. Du? Ich sage, ich habe nur keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Da sagt sie, es ist sowieso alles zu spät. Also bin ich mit dieser Punkfrisur und so, wie ich aussah, auf die Kanzel, habe der Oma gesagt, ich bedanke mich so sehr. Das ist so toll. Sie sind wie so ein barmherziger Samariter. Und dann sagt sie, Sie hatten gar keinen Hunger. Doch, doch. Habe ich gesagt, Hunger hatte ich schon und danke. Aha. Habe ihr über das Gesicht gestrichen. Das Gesicht will ich nie vergessen. Habe gedacht, Mann, bist du wunderbar. Also die Oma. Habe mich dahinter gestellt, Totenstille. Habe sie angeguckt. Habe ich gesagt, ihr lieben Frauen, ich will euch nicht irgendwo zu nahe treten, aber ihr wollt hier in Kreuzberg ein Frauenfrühstück aufbauen. Und da sitzt jemand da und möchte reinkommen. Und das Erste, halt die Tasche fest. Es war ein Vormittag, ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, ein Vormittag der Tiefe, des Begegnens, der Ehrlichkeit den Menschen gegenüber und die Frauen selber. Wunderbar. Sie haben sich entschuldigt. Ich habe gesagt, ihr müsst euch nicht entschuldigen. Braucht ihr nicht. Es ist ja so, wenn Gott uns konfrontiert mit uns selbst, wenn er sich mit uns konfrontiert, mit sich selbst, bleibt nichts mehr so, wie es ist, wenn wir das ehrlich annehmen. Und eine zweite Begebenheit, die ich euch auch noch da erzählen möchte, ist, durch die vielen Fahrten hatte ich extreme Probleme mit dem Rücken. Und ich war auch in Österreich bei Freunden in Wien übernachtet, musste zu einem Besuch nach Villach und habe dort einen Gutschein bekommen für einen Physiotherapeuten. Meine lieben Freunde haben mir gesagt, bitte mach also nichts, fang nicht an, über Glauben zu reden, der hat mit der Kirche abgeschlossen. Gut, ich wollte ja auch wegen meines Rückens hin. Ihr kennt, bei so einem Physiotherapeuten steht ein Skelett rum. Und so ein Klapperding. Und ich sollte mich dann auf die Liege legen, was mir mit den Rückenschmerzen furchtbar schwer fiel. Dieser Mann, ein junger Therapeut, sagte, Frau Neumeister, ich komme jetzt gleich sofort. In dem Moment rutschte ich sehr schwer von der Liege runter und stieß fast mit meiner vorhandenen Nase an die nicht vorhandene Nase meines knochigen Gegenübers. Vor lauter Schreck höre ich mich sagen, hi, wie geht's dir denn? Mir fiel ein, in dem Moment der Bibeltext, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich habe darüber ein Lied geschrieben und auch über diese Sache eine Andacht gemacht im Radio. Und das war so eine Situation,
was ist der Mensch, dass du seiner erkennst? Habe ich gedacht, stimmt, das ist ja wahr. So sehen wir alle mal aus. In dem Moment kommt der junge Therapeut, Physiotherapeut und sagt, Frau Neumeister, ist alles in Ordnung? Mit wem reden Sie denn? Ich habe gesagt, also entschuldigen Sie, ich habe es wirklich im Rücken und nicht im Kopf. Dann wollte er wissen, wirklich wissen, was ich da gesagt habe und zu wem. Habe ich gesagt, zu Ihrem Skelett. Der Blick. Ich habe gesagt, ich habe in dem Moment an einen Psalm gedacht. Was ist der Mensch, das zu seiner gedenkst? Und stellen Sie sich vor, wenn Sie mal so aussehen, ich gebe zu, bei Ihnen geht es schneller als bei mir. Aber es ist wahr, ich habe das genau so gesagt, aber mir fiel das Bibelwort ein, wie ehrlich das doch ist. Und was begann nach der Behandlung? Ein Glaubensgespräch. Er war in jungen Jahren Messdiener und war missbraucht worden von seinem Pater und hatte natürlich den Bezug zu Gott gesehen. Und er ist dann aus der Kirche ausgetreten, wollte nie auch nur eine Silbe darüber verlieren. Wir haben ein wunderbares Gespräch geführt über eine lebendige Beziehung. Er konnte mir sehr helfen, auch mit meinem Rücken. Und ich hörte dann Jahre später, dass er mit seiner Frau und seiner Familie in die evangelische Kirche eingetreten ist und dort mitarbeitet. Es ist ein Zeichen dessen, welche ungewöhnliche Wege Gott geht. In völlig unterschiedlicher Situation. Wir müssen nur auf sein Reden und auf, ich sage mal, die Stallvorlagen reagieren. Und es ist für mich so wichtig, euch das mitzuteilen, darauf zu hören. Und ich möchte jetzt zu dem kommen, wo Gott weiterredete. Möchtet ihr noch hören? Darf ich noch? Gut. Ich war durch eine Verlagssituation bei uns auch viele Jahre auf der Frankfurter Buchmesse und habe auch einen Buchstand geordert in Leipzig, 1992, direkt also nach der Wende. Und dort stand ich, altes Messegelände, 6. Stock, Abteilung Religion, mit meinen Kollegen Kawohl, Hensler, die ganz bekannten Verlage, stand ich dort da. Und ich werde immer nervös, wenn nichts passiert. Vor allen Dingen, wenn keiner vorbeigeschlichen kommt. Und die anderen Kollegen sagen, Mensch, das ist ja furchtbar hier. Wir sind wirklich in einem atheistischen Land, obwohl der Leipzig Sachsen ist. Aber auf jeden Fall, es kam niemand. Der Einzige, der kam, der Lastenaufzug funktionierte nicht. Ich hatte mit Mühen einen Wasserkasten, die 6. Stock hochgetragen. Und darauf lag meine Bibel. Was sehe ich? Ein junger Mann ist bei meinem Stand, schleppt den Wasserkasten weg. Ich renne hinterher, sage, hallo, das ist mein Wasserkasten. Da sagt er, wie kommen Sie mir denn vor? Das ist meiner. Habe ich gesagt, okay, wenn das Ihr Wasserkasten ist, dann ist das auch Ihre Bibel, die da oben drauf liegt. Und da steht drin, du sollst nicht stehlen. Ich sage, bevor ich Sie hier anzeige, eine Alternative, wir machen einen Deal. Sie bringen den Wasserkasten wieder zurück, ich sage Ihnen, was sonst noch in der Bibel steht, dann ist gut. Was blieb Ihnen denn anders übrig? Und es ist so eine tolle Möglichkeit, mit Menschen durch Stallvorlagen ins Gespräch zu kommen. Was passierte dort weiter in Leipzig? Ich sagte, Herr, ich möchte in die neuen Bundesländer, da, wo es am atheistischsten ist, möchte ich alles auf den Kopf stellen. Unruhe stiften. Und der Geist Gottes sagt, geh an den Wiegenort der Reformation. So deutlich. Was passierte? Ich habe jeden, der dann kam, waren nach wie vor nicht viele, aber zumindest 5 Leute, die dann in der Woche kamen, habe ich gefragt, wo kommen Sie her? Es war keiner dabei, der in der Nähe von Wittenberg war, bis auf jemanden, der in der Bürgermeisterstraße, du kennst die Bürgermeisterstraße, Michael, er kam, weil er dort in einem Reisebüro arbeitete.
Und er kam vorbei und ich sage, wo wohnen Sie? Sagt er, in Radis. Ja, wusste ich denn, wo Radis war? Nein. Ich sage, welcher nächstgrößere Ort ist denn da? Wittenberg. Ja. Es begann dann, ich habe gesagt, bitte in 14 Tagen besuchen Sie mir oder suchen Sie mir ein altes Lager. Ich muss mit meinen Büchern aus Wuppertal nach Wittenberg. Und er sagte, von Wuppertal mit Büchern nach Wittenberg. Ich besorge Ihnen ein Lager. Dieses Lager war so schräg gegenüber, wo Michael und seine Familie wohnte. So lernten wir uns kennen. Stimmt's? Und ja, auf jeden Fall von 92 an bis zur Gründung, der Buchhandlung 1996 mit Posaunenchor, Schlosskirche, Stadtkirche, haben wir dort die Buchhandlung aufgebaut, bin ich Wochenende für Wochenende mit Büchern nach Wittenberg gefahren. Geh an den Wiegenort der Reformation. Auch aufgrund eines Traumes entstand ein Gebetsfrühstück mit Mandatsträgern des Bundestags und unserem Oberbürgermeister, der das beim Stadtrat auch durchkriegen konnte, den alten Ratssaal uns zu vermieten. Dort haben bis zur Corona-Zeit verschiedene Politiker, die gläubig sind, Referate gehalten. Auch ein Bundesanwalt aus Karlsruhe, den ich eingeladen hatte zum Thema Verantwortung. Du bist erschaffen, eine Antwort zu sein. Eingeladen, wunderbar. Und jetzt beginnen wir wieder neu mit einem Gebetsfrühstück an anderer Stelle, weil es in diesem Jahr zu ist, dort, wo wir immer hingingen, im alten Ratssaal. Und ich habe den ehemaligen Polizeipräsidenten aus Mittelfranken eingeladen, auch Christ. Und der möchte ich das Thema stellen. Früher hieß es, die Polizei, dein Freund und Helfer, heute die Polizei, Freund oder Feind. Und das wird nochmal eine ganz andere Gruppierung auch sein, die wir einladen werden. Ich möchte mit diesem Gebetsfrühstückstreffen Folgendes erreichen, dass auch andere Gesellschaftsschichten erreicht werden mit dem Evangelium und auch mit gesellschaftspolitischen Fragen. Und wir frühstücken gut miteinander, eine tolle Atmosphäre mit entsprechender Musik, auch aufgrund eines Redens Gottes, eines Traumes passiert. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, dass wir Gottes Stimme reden, hören in unsere Alltagssituationen. Und so habe ich mich gefragt, was mache ich eigentlich nach meiner Entpflichtung? Ich wurde von meiner Gemeindeleitung entlassen in den Unruhestand. Und ja, was mache ich denn? Ich hätte viele Dinge zu machen. Bin auch viel zu Diensten noch unterwegs. Hätte viel zu machen. Es wurde an uns herangetragen, dass wir in dem Haus des Handwerks, wer sich in Wittenberg ein bisschen auskennt, und Michael kennt sich ja auf jeden Fall aus, das ist ein Ort mit Geschichte. Und dort ist die Gaststätte, die vorher da war, geschlossen. Und der Vermieter ist an uns herangetreten, wollt ihr nicht etwas daraus machen? Das war die einzige Frage. Gott hatte nicht geredet. Kein Rema. Und ich spürte in meinem Innern, es wird eine reine Glaubenssache. Eine reine Glaubenssache. Und wir haben lange überlegt, lange gebetet. Und wir haben letztes Jahr im Oktober, haben wir dort das Café der Begegnung. Wenn ihr praktisch ins Internet geht, www.café der Begegnung, ein Wort, werdet ihr sehen, auch unsere, ich sag mal, Internetseite, was wir alles so machen. Es kommen dort Gruppen, die sich einbuchen. Es kommen Konfirmationen, Jugendweihfeste. Es sind die Parteien dort vertreten, zumindest schon mal einzelne. Es ist offen. Jedes wirkliche Leben ist Begegnung. Begegnung miteinander. Wir haben jetzt zu Pfingsten sind Mitarbeiter da, da haben wir die Terrassen geöffnet. Also wenn ihr mal nach Wittenberg kommt, herzlich eingeladen, dort zu irgendwas Leckerem. Viele Veranstaltungen bieten wir an. Und es ist so, dass wir Menschen haben, die uns helfen, sowohl vom Internationalen Bund
Also auch Menschen, die Praktika machen wollen und Menschen, die einfach noch keinen Bezug zu Glaubensdingen haben. Und es ist eine wunderbare Atmosphäre, jeden Tag in der Abhängigkeit zum Geist Gottes zu sein. Und nach wie vor, es bleibt nichts von einem selbst übrig, außer der Abhängigkeit, die wir zu Gott haben und zum Heiligen Geist. An der Stelle möchte ich schließen, möchte jetzt dieses Lied einspielen lassen, Herrlicher Gott, liebender Retter. Und für mich war es so, alles wirkliche Leben ist Begegnung, Leben statt Religion, Leben mit dem auferstandenen Sohn Gottes und mit allem Wirken des Heiligen Geistes in seinen Gaben, die er uns schenkt. Danke für euer Zuhören und wenn ihr möchtet, singt doch einfach bei dem Lied auch mit. Amen.